Ja, vielen Dank, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Schön, dass ihr so zahlreich zu unserem Wahlkampfauftakt erschienen seid. Wir starten heute in die heiße Wahlkampfphase. Es sind noch 44 Tage bis zum 9. Juni. Und am 9. Juni entscheidet sich die Zukunft Europas. Und es entscheidet sich, dass wir eine starke Linke im Europäischen Parlament haben werden. Denn davon bin ich überzeugt, weil wir mit unseren Inhalten die Wählerinnen und Wähler überzeugen werden, dass wir auch in Zukunft für ein gerechtes Europa streiten werden. Ein Europa, in dem das Gemeinwohl zählt. Ein Europa der Solidarität. Und wo wir ganz klar sagen, nein, wir können diese soziale Ungerechtigkeit und diese soziale Ungleichheit nicht mehr hinnehmen. Wir wollen ein Europa der sozialen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit geht nur mit links. Und ich war diese Woche in Straßburg und es war, ihr wisst ja, zwei Sitze, wa? Es gibt einen in Brüssel und einen in Straßburg und dieses Parlament, ich finde das ja total absurd, fährt irgendwie immer einmal im Monat hin und her, also ein Sitz würde auch völlig reichen, das steht auch in unserem Wahlprogramm im Übrigen, aber gut, ich war also in Straßburg, da hat das Parlament diese Woche das letzte Mal getagt, bevor wir jetzt in diese heiße Wahlkampfphase eintreten und da ist tatsächlich endlich die letzte Lesung verabschiedet worden und das Gesetz verabschiedet worden über die Rechte der Beschäftigten bei den großen digitalen Plattformen. Und das war ein Riesenkampf, ein riesenpolitischer Kampf, den die Linke im Europäischen Parlament geführt hat. Wir waren die Ersten und darauf können wir so stolz sein. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, hey, bei diesen Plattformen arbeiten Millionen von Menschen bei Amazon, bei Uber, bei Deliveroo und so weiter und so fort. Und die werden ausgebeutet in bester Wild-West-Manier. Die haben überhaupt keinen Arbeitsschutz. Wenn die zum Beispiel einen Urlaub wollen, dann müssen sie entweder unbezahlten Urlaub nehmen oder werden von diesen Plattformen gekündigt. Wenn da eine Frau schwanger wird, dann haben die kein Anrecht auf Mutterschutz gehabt bislang und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, das sind keine hinnehmbaren Zustände. Wir wollen, dass Millionen von Europäerinnen und Europäern, die bei diesen Plattformen beschäftigt sind, mindestens ein Anrecht haben auf guten ArbeitnehmerInnenschutz, auf gute Arbeitnehmerrechte. Und wir haben das im Übrigen gegen die Bundesregierung durchgesetzt, weil der Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil seines Zeichens, rate mal, bei welcher Partei der ist, ja, genau, bei der Sozialdemokratie, bei der entscheidenden Abstimmung im Europäischen Rat sich der Stimme enthalten hat und damit de facto dagegen gestimmt hat. Ich finde das eine Riesensauerei, dass die Ampel ihre unsoziale Politik, die sie hier in Deutschland umsetzt, auch versucht in Brüssel und in Straßburg fortzusetzen. Und wir als Linke können so stolz darauf sein, dass wir endlich dieses Gesetz durchgekriegt haben. In dieser Woche fand die letzte Abstimmung darüber statt. Und wir haben dafür gesorgt, dass 5,5 Millionen Europäerinnen und Europäer endlich ein Anrecht auf besseren Arbeitsschutz haben. Und ich finde, das ist einen Applaus wert. Ich werde euch noch warm reden, werdet ihr sehen. Und wir haben in dieser Woche auch eine andere Entscheidung erlebt. Und da würde ich gerne mit der gleichen Leidenschaft und der gleichen Freude drüber reden. Die Leidenschaft kann ich noch mobilisieren, aber ich muss wirklich meinem Ärger Ausdruck verleihen an dieser Stelle, weil die Regierungsmehrheit oder ich sag mal, die Mehrheit derjenigen, die den Kurs von Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament mittragen und das ist sinnbildlich eben auch die Ampel hier in Deutschland, sich für eine Verlängerung dieser absurden europäischen Schuldenregeln ausgesprochen haben. Und das ist sowas wie die europäische Schuldenbremse, das heißt die europäische Investitionsbremse. Und ich finde, alle Abgeordneten, die dafür gestimmt haben, müssen wir als Zukunftsverweigerinnen und Zukunftsverweigerer bezeichnen, weil die dafür sorgen, mit dieser falschen Politik, mit dieser schändlichen Politik, dass es eben keine wirklich ausgebaute öffentliche Daseinsvorsorge in der EU geben wird. Dass wir darum kämpfen müssen, dass die Leute eine wirklich ausfinanzierte Gesundheitsversorgung haben. Und zwar gegen diese Leute, dass wir darum kämpfen müssen, dass die Verkehrswende und Mobilitätswende stattfindet und zwar gegen die falsche Politik.
Politik dieser Leute. Dass wir darum kämpfen müssen, dass endlich Zukunftsinvestitionen mobilisiert werden können, damit die Industrie in Deutschland und in der Europäischen Union zukunftssicher gemacht wird. Dass wir gute Arbeitsplätze hier haben und hier behalten und die gleichzeitig aber auch nachhaltig sind. Also die Frage guter Arbeit mit der Frage von Klimaschutzpolitik verbunden wird. Und all das wird mit solchen Entscheidungen, wie sie die Mehrheit im Europäischen Parlament gegen alle Stimmen der europäischen Linken gefällt haben, ad absurdum geführt. Und deshalb merkt er, habe ich hier einen solchen Ärger auf diese Leute, die diese falschen Entscheidungen fällen. Und ich sage euch, diese olle Schuldenbremse, sei es in Deutschland oder in der Europäischen Union, die muss endlich fallen, damit wir in der Lage sind, die Zukunftsaufgaben zu bewältigen, damit wir in der Lage sind, den Leuten eine auskömmliche Pflege und Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen, damit wir genügend in Bildung investieren können, damit wir die Mobilitätswende bewerkstelligen. Das sind doch die Aufgaben unserer Zeit und die Mehrheit weigert sich, diese Aufgaben anzugehen. Aber wir sind diejenigen, die die Zukunft der Gesellschaft im Blick haben. Wir sind die Linke und wir sagen nochmal, Gerechtigkeit geht nur mit links. Und dann haben wir nicht nur diese ollen Zukunftsverweigerer. Ich frage mich ehrlich, was mit denen politisch los ist. Ich meine, man muss ja nur eins und eins zusammenzählen. Normalerweise kommt man dann bei zwei an. Deren Mathematik verstehe ich nicht. Wir haben nicht nur diese Zukunftsverweigerer, wir haben tatsächlich auch noch die Bedrohung durch die extreme Rechte, die immer stärker geworden ist in den letzten Jahren. Eben genau, weil der soziale Zusammenhalt in unseren Gesellschaften immer schwächer geworden ist. Ich nenne euch mal zwei Zahlen nennen. Zwei Zahlen. Erstens, die fünf reichsten Menschen in der Europäischen Union haben in den letzten 3 Jahren ihr Vermögen um 76% steigern können. Ja, um 3/4. Das ist doch Wahnsinn. Die fünf reichsten. Und die 99% der Europäerinnen und Europäer haben in derselben Zeit durchschnittlich 6% ihres Vermögens verloren. Das heißt, die soziale Schere klafft immer weiter auseinander, weil eben nicht in die Zukunft investiert wird, weil eben nicht in den sozialen Zusammenhalt investiert wird, weil wir eine massive Lebenshaltungskostenkrise erlebt haben, wo die Lebensmittelpreise durch die Decke gegangen sind, wo die Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete teilweise zahlen sollen. Oder, ihr erinnert euch an die Energiepreiskrise, wo die Energierechnungen teilweise das Zehnfache dessen betragen haben, was sie zuvor betragen haben. Und was ist da passiert? Was hat Ursula von der Leyen gemacht? Was hat die Bundesregierung gemacht? Nichts. Sie haben den Kopf in den Sand gesteckt, weitestgehend, und sind nicht mit diesen Fragen, haben die sich nicht auseinandergesetzt. Und ich sage ganz deutlich, wir sind die Partei, die an den Alltagssorgen der Menschen ist, die den Leuten zuhört, die zum Beispiel im Restaurant der Ärzte in Bad Salzung, wenn die Mutter mit ihren Kindern dorthin kommt und sich freut, dass die Kinder endlich mal wieder ein warmes Essen haben und sie sich keine Gedanken darüber machen muss, wie sie in den nächsten Tagen dieses Essen auf den Tisch stellen soll. Wir sind die Partei, die sagt, ja, wir wollen hier in Deutschland ein kostenloses Schulessen für die Kinder. Wir wollen hier in Deutschland auch ein kostenloses Kita-Essen. Das kostet insgesamt 10 Milliarden Euro. Das muss doch finanzierbar sein. Das muss doch finanzierbar sein, dass wir genau die Frage von Ernährungsarmut, aber auch von Kindern, die in Armut aufwachsen, endlich angehen und dafür das Geld mobilisieren, vor allem den politischen Willen mobilisieren, diese schreiende soziale Ungerechtigkeit anzugehen. Und was macht die Ampel? Die streitet sich darüber, wie viele Stellen jetzt eventuell notwendig sind, um, wenn diese Kindergrundsicherung irgendwann mal kommen sollte, wie auch immer die ausgestaltet ist, ja, damit die irgendwie verwaltet werden kann. Die brechen das auf eine Personal- und Verwaltungsfrage runter. Aber der Streit muss doch darum geführt werden, wie die Kindergrundsicherung ausfinanziert werden kann. Der politische Streit muss doch darum geführt werden, wie wir endlich Kinderarmut in diesem Land bekämpfen können. Das ist doch die entscheidende politische Frage. Und auch hier sage ich, ja, wir müssen Lebensmittelpreise deckeln. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Spekulation mit Nahrungsmitteln aufhört. Ich finde das absurd, dass es in Paris überhaupt eine Börse gibt, an der mit Weizen spekuliert werden kann. Das muss doch endlich aufhören, dieser politische Irrsinn. Es geht auch darum, dass die Leute satt werden und nicht darum, dass die großen Besitzer von Lebensmittelkonzernen immer reicher und reicher werden. Das ist die falsche Politik. Und deswegen sage ich, wir brauchen eine Gerechtigkeit. Gerechtigkeitswende in der Europäischen Union. Wir brauchen eine Gerechtigkeitswende auch hier in Deutschland.
Und wenn ich mir die Kandidatinnen und Kandidaten, und ich gucke jetzt mal mit euch gemeinsam auf das, was die anderen Parteien da irgendwie so versuchen zu mobilisieren. Und ehrlich gesagt, ich freue mich total auf den Wahlkampf. Ja, ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch gemeinsam. Wir sind die Partei, lasst es mich so zusammenfassen, die kein Geld von Konzernen annimmt, sondern wir sind die Partei, die durch die Kraft unserer Mitglieder lebt. Ja? Wir bringen unsere Kraft auf die Straße. Wir überzeugen mit unseren politischen Argumenten. Wir lassen unsere politischen Positionen nicht beeinflussen durch irgendwelche riesen, dubiosen Konzernspenden oder so. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Und jetzt gucken wir uns die anderen Parteien an. Fangen wir mal meinetwegen rechts außen an. Also gut, können wir ganz kurz machen. Irgendwie Spionage, Korruption, irgendwelche dubiosen Überweisungen von Geldern, Treffen mit irgendwelchen Geheimdienstleuten und so weiter und so fort. Das ist doch absurd. Das ist doch wirklich absurd. Und ehrlich gesagt finde ich einfach nur, die sollen uns ersparen, ihre Existenz in diesem Wahlkampf. Die sollen sich aus diesem Wahlkampf zurückziehen. Und wir werden trotzdem die Herausforderung annehmen, der extremen Rechten in Deutschland und in der Europäischen Union die rote Karte zu zeigen. Ich will nicht, dass diese Menschenfeinde, ich will nicht, dass diese Demokratiefeinde und die Zerstörer des sozialen Zusammenhalts eine starke Stimme im nächsten Europäischen Parlament haben. Also lasst uns gemeinsam auch gegen diesen Rechtsruck kämpfen. Dann können wir weitermachen, irgendwie die Union mobilisiert oder nominiert, die jetzt noch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber vielleicht gelingt es uns, die Kräfteverhältnisse so zu verändern, dass sie das dann nicht mehr ist. Aber die Union nominiert sie also und Ursula von der Leyen kriegt jetzt das politische Programm in die Hand gedrückt und den Auftrag, ihre eigene Politik der letzten 5 Jahre rückabzuwickeln. Ich finde das ja echt erstaunlich. Also, ich meine, was für ein Politikverständnis, sie versucht irgendwie sowas wie ein, wie heißt, Green Deal umzusetzen, irgendwie eine Landwirtschaftspolitik so ein bisschen anzustoßen, wo es vielleicht ein bisschen gerechter zugeht als in der Vergangenheit, dass eben nicht nur die großen Agro-Business-Konzerne sich dumm und dämlich verdienen und die öffentlichen Mittel dann auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann versucht sie irgendwie noch diesen schändlichen, und schafft es tatsächlich auch, diesen schändlichen Migrations- und Asylpakt durchzusetzen, der dazu führt, dass Menschenrecht abgebaut wird, der dazu führt, dass individuelles Asylrecht an den Außengrenzen der Europäischen Union beerdigt wird. Und dann kriegt sie ein Parteiprogramm mit auf den Weg, der das alles noch verschlimmern soll. Das alles noch verschlimmern soll. Und die ist sich nicht zu schade und gibt sich dafür her. Ich meine, was für ein Glaubwürdigkeitsdefizit. Und die Union macht einen rein populistischen Wahlkampf und ich freue mich darauf, denen das so dermaßen um die Ohren zu hauen mit euch gemeinsam, wenn wir dafür eintreten, dass wir eine Gesellschaft des Gemeinwohls wollen, eine Gesellschaft, in der Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, eine Gesellschaft, in der gute Arbeit mit Klimaschutz vereinbar wird und eine Gesellschaft, in der Solidarität immer noch zählt und ja, in der wir auch dafür kämpfen, dass das individuelle Asylrecht verteidigt wird und dass Menschen, die flüchten müssen, auch ein Anrecht auf Schutz haben in der Europäischen Union. Und dann springen wir schnell zu Omar Courage. Oh Gott, ey, ich meine, Brecht muss echt rotieren in seinem Grab. Ist ja fürchterlich. Ich meine, haben die, also wir haben eine ganz tolle Agentur, mit der wir zusammenarbeiten in diesem Wahlkampf. Aber hat denn die FDP keine Agentur, die wenigstens ein bisschen versteht, was Brecht da aufgeschrieben hat? Ich meine, es kann doch nicht wahr sein, dass man wirklich so seine Bildungsdefizite so deutlich macht in diesem Wahlkampf, dass jemand, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag ist, die ein bisschen im Ruf steht, ich weiß nicht, was da dran ist oder nicht, aber ein bisschen im Ruf steht, irgendwie auch eine Lobbyistin für Rüstungsinteressen zu sein, dass die damit wirbt, dass sie am Krieg verdient. Ich meine, wie absurd kann man eigentlich sein? Das sagt doch ehrlich gesagt alles über diese FDP aus. Abgesehen davon sind das die Leute, die eben genau an dieser Schuldenbremse festhalten. Das sind die Zukunftsverweigerer. Und auch denen werden wir in diesem Wahlkampf die rote Karte zeigen. Und auch auf diese Auseinandersetzung freue ich mich und ich werbe dafür. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns mit aller Kraft dieser falschen Politik der Neoliberalen eine Absage erteilen. Das haben die Menschen in diesem Land und in der Europäischen Union verdient.
Die Sozialdemokratie habe ich schon erwähnt, da können wir ganz schnell drüber hinweggehen, glaube ich, ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viele Worte wert. Hubertus Heil, Arbeit- und Sozialminister, macht eine antisoziale Politik, setzt sich aktiv gegen Arbeitnehmerinnenrechte ein auf europäischer Ebene. Ich verstehe das nicht, aber vielleicht können die das besser erklären. Das sollen sie mal versuchen im Wahlkampf. Gucken wir mal bei den Grünen, die haben ziemlich viel Aufrüstung im Kopf, die haben ziemlich viel Verteidigungspolitik im Kopf. Ich meine, wenn man versucht, Menschheitsprobleme zu lösen, wenn man versucht, eine Idee von Zukunft zu entwickeln, dann muss mir mal irgendjemand erklären, wie das mit mehr Aufrüstung, mit mehr Militarisierung, mit mehr Blockbildung, mit mehr Konfrontation und mit mehr kriegerischen, zumindest potenziell kriegerischen Konflikten gelingen soll. Das ist ja so ein Widerspruch in sich selbst. Und ich freue mich darauf, dass ihr dann zum Beispiel an den Infoständen oder bei den Haustürgesprächen die Leute genau auf diesen Widerspruch auch hinweisen könnt. Ich glaube, uns muss wirklich nicht Angst und Bange sein vor der politischen Konkurrenz. Dann gibt es ja da auch noch so ein personenkultisches Projekt jetzt, was in diesen Wahlkampf zieht. Das können wir alles vergessen. Wir konzentrieren uns, auf unsere Stärke. Wir haben eine tolle Liste, wir haben tolle Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben ein tolles Programm. Und ich sage es nochmal, Gerechtigkeit geht nur mit links. Und wenn ich schon ganz kurz noch meine letzten Bemerkungen machen kann, weil Katina mir schon verzweifelt nahezu Signale gibt, dass ich nicht so überziehen soll, möchte ich einfach mal die Gelegenheit nutzen, noch mal kurz auf unsere Kandidierenden zu gucken. Ich mach's ganz kurz. Ich bin wirklich stolz als Parteivorsitzender, aber auch als Spitzenkandidat, gemeinsam in diesen Wahlkampf zu ziehen mit so tollen Kandidierenden wie Carola Rakete, wie Özlem Alev Demirel, wie Gerhard Trabert. Und ich finde, es ist ein so starkes Signal, Ines Schwertner, Lea Reisner, die hier auch noch reden werden, dass Menschen, die nicht in der Partei sind, bereit sind, für unsere Partei Flagge zu zeigen, bereit sind, für unsere Partei in diesen Wahlkampf zu ziehen und zu sagen, ja, es geht um vieles. Es geht um eine Gerechtigkeitswende in der Europäischen Union. Dafür braucht es eine starke gesellschaftliche Linke, nicht nur eine starke linke Partei, für die wir sowieso kämpfen, sondern eine starke gesellschaftliche Linke. Und wir haben diese Verstärkung unter anderem mit Gerhard Trabert und mit Carola Rakete gefunden. Und ich freue mich so dermaßen auf diesen Wahlkampf mit Ihnen gemeinsam. Und ich bin mir sicher, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, dass am 9. Juni viele Menschen zur Wahl gehen werden und diese dann ihr Kreuz bei der Linken machen. Ursula von der Leyen und ihre Lobbykumpels gehen in jedem Fall wählen. Björn Höcke und seine Faschokumpels gehen jeden Fall wählen, auf jeden Fall wählen. Sorgen wir dafür, dass die Krankenpflegerin, dass der Müllfahrer, dass die Leute, die in den Schulen arbeiten und in den Kitas, dass sie auch wählen gehen, dass die abhängig Beschäftigten wählen gehen und dass die Leute, die von Armut betroffen sind, wissen, dass sie ihre Vertretung im Europäischen Parlament in der Linken finden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.